Ja, Borussen-Bernie, hör mal, alter Lachs, es ist eine Woche her gegen Kölle. Umso mehr ich über die Bolzerei nachdenke, umso mehr kommt mir der Gedanke in Balch, dass wir mehr Schwein hatten als Mundgeruch vom Mettebrötchen mit Doppelzwiebeln beim ersten Date. Ja, hör mal, hochbezahlte Profis von Borussia Dortmund. Ja, jetzt kommt wieder Blabliblub, war das erste Spiel, ja. Wir sind im Umbruch, müssen es noch einspielen und müssen an den Stellschrauben drehen. Ja, guck mal, das können wir leicht komplett knicken. Nach 6 Vorbereitungsspiele plus Disneyland-Reise. Hör mal, gegen Kölle, ja, das war nicht nur Stellschrauben. Das war bis auf Kante Kobel, Casey Hummels. Da war jede 12er Schraube im Baukasten vom Yps-Heft, war da locker. Ja, kennen wahrscheinlich auch nur die Älteren hier mit H-Kennzeichen. Apropos Kante Kobel. Aki, Iti, Kelly und Co. Hör mal, Goldzähne einschmelzen, Sparfachleerung im Schmackes und dann die ganze Knatters Richtung Spielbank Hohensieburg. Alles auf die 0-9 setzen. Seht zu, dass der beste Schnapper Europas, ja, noch bis Heiligabend 2029 die Handschuhe bei Borussia trägt, Mensch. Aber einen habe ich hier noch, Aliyemi und Batida Mukuku. Poh, hör mal, das ist mir zu viel dicke Hose im Westfalenstadion. Auch Welpen dürfen schwitzen. Aber ihr gewinnt weniger Zweikämpfe als Axel Schulz damals gegen Klitschko. Und nach der Bolzerei, ja, dann lacht ihr da mit euren Blompen gegen Kölle euch den Hals ab. Batida, du bist wahrscheinlich 18, ja. Du bist die Granate. Ich hab dich gesehen in der B-Jugend, A-Jugend, ja. Du hast alles zusammengewämst. Aber jetzt wird's Zeit. Aber du warst unsichtbar als ein Schneeleopard in Botswana. Und danach nimmst du dir die Mütze auf die Wiese von Rottweiler Steffen Baumgart und machst da einen auf, ich hab die Champions League entschieden oder was? Hör mal, steig mal endlich vom Kettenkarussell ab, schmeiß die Rassel weg und seht zu, dass ihr Legenden werdet bei Borussia Dortmund. Was mit der Einstellung wahrscheinlich länger dauert, ja, als mein Praktikum 1986 im Rotlichtmilieu bei Bernd Wollersheim. So, jetzt Straßenspiel gegen Starlight Express Bochum. Die haben in Stuttgart alle 5 Hauer von Grönemeyer rausbekloppt bekommen. Auswärts sind die Fischerköre, aber zu Hause aufpassen, ganze Roses. Bei unserem letzten Spiel, ja, da in der Nähe vom Bermuda-Dreieck, da war der Videoschiri leider im Urlaub. 3 Sterne, all in Essen-Borbeck. Wahrscheinlich war Stevie Wonder auch dabei. Deshalb nur 1-1. Jesse Chan, nicht nur beim Laufen die Binde anhimmeln, so wie ich Cindy Crawford. Nee, hau mal die 16 mm Stollen, volle Pulle in die Motsche rein. Also Borussen und Borussinnen, Straßenspiel gewinnen. Danach kalt duschen und dann können auch mit Uschi die Siegprämie auf der Kö können verprassen, Mensch. Aber nur dann, aber wirklich nur dann, dann heißt es wieder, nur der BVB, aber nur der BVB.